dabei. Ich war jetzt nicht auf der Suche nach irgendeinem Job, sondern ich habe immer gesagt, wenn es etwas gibt, wo man auch mittelfristig, langfristig was planen kann, wo man ein Projekt angehen kann, dann würde ich das gerne tun, ja, weil ich dann auch die Leidenschaft habe, die ich dann dafür auch brauche. Und für mich ist der FC einfach ein großer Club. Ja, ich kenne ihn jetzt allerdings nur von außen, von innen kenne ich ihn nicht. Ich muss ihn erst natürlich jetzt von innen kennenlernen. Aber ich bin überzeugt, dass wir, man muss ja eins bedenken, dass dieser Club jetzt über viele Jahre sehr erfolgreich war und sich ein richtig gutes Image aufgebaut hat über 4 Jahre. Was dieses Jahr passiert ist, kann ich nur natürlich von außen noch nicht beurteilen. Es müssen schon ein paar Dinge passiert sein, um dann eben nach 15 Spielen 3 Punkte, was ja auch, ich glaube, das war, glaube ich, noch gar nicht da, dann dazustehen. Und dementsprechend bin ich da nicht blauäugig und weiß schon, dass wir sehr viel Arbeit haben, den FC wieder dahin zu bringen, wo er eben über Jahre jetzt sich das aufgebaut hat mit guter, seriöser Arbeit, was nach außen jetzt war. Ich kam ja jetzt von außen, auch mein Eindruck war, dass er gut geführt war und dass es im Sport immer so Dinge geben kann, ja, die sicher in der Summe dann der Kleinigkeiten das ausmachen, dass man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, die kann ich jetzt im Moment noch nicht beurteilen. Ich werde das aufarbeiten und werde dann eben versuchen, mit seriös und mit sehr viel Sachlichkeit, aber auch mit sehr viel Leidenschaft das anzugehen. Und bei allen Dingen, die negativ sind, gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die uns vielleicht dann auch helfen. Ich bin Realist genug und mich jetzt nicht hinzustellen nach der, ich habe mir gestern auch gewünscht, dass wir noch das Spiel gewonnen hätten, dann glaube ich, hätten wir noch eine kleine Chance gehabt. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass die Chance jetzt, ich möchte es gar nicht auf Prozent betiteln jetzt, aber normalerweise musst du jetzt anders planen. Also so werde ich die Arbeit auch anfangen, ohne dass man natürlich die Bundesliga komplett abschenkt, weil es ist, das kann man natürlich nicht tun, das geht nicht. Das geht auch wegen der Konkurrenz nicht, das ist auch nicht anständig. Aber wir werden relativ früh anfangen können, schon zu planen, was eben auch notwendig ist zu planen, um dann auch wieder wirklich einen starken FC zu sehen. Weil auch nächstes Jahr, wenn das nicht so sein sollte, dass ein großes Wunder passiert und wir dann in die zweite Liga anfangen, dann müssen wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die sofort auch diese Favoritenrolle annimmt. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es ein super Wunder. Da würde ich mich natürlich viel mehr freuen, wenn wir in der Liga bleiben würden. Aber ich bin sehr realistisch, was es anbelangt. Und von daher gehe ich muss ich mir erstmal ein Bild machen nochmal innerhalb. Das werde ich mir in den nächsten Wochen machen. Dann werden wir Entscheidungen treffen.